Jetzt auch mit Ton. Ich hoffe mal, ich bin einigermaßen zu hören. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Also mache ich einfach mal weiter. Kaputt. Sieht nach Pibis Technologie aus. Der G2. Okay. Genau mit rutscht. Weil wir fetten Schweine drin gesessen sind. Alles klar. Jetzt rutscht er nicht mehr. Wir nähern uns Anlage 2, Beständigkeit. Sie wurde uns als die Anlage verkauft, bei der wir es hinkriegen. Aber sie hatte nicht mal Zeit zu verschleißen, bevor die Cat sie zerstört haben. Um die Cat kümmern wir uns noch. Eins nach dem anderen. Ein Aufklärungsposten, unverzichtbar für angehende Siedler. Wir müssen mehr davon platzieren, sobald wir weiter draußen sind. Okay. Nee, ist ja nicht so viel los.
zum Pathfinder. Diese Leiche. Ein Scan könnte uns mehr verraten. Er wurde nicht erschossen. Er wurde einfach totgeprügelt. Waren das die Cat? Sowas haben wir bisher noch nie gesehen. West, Porter M. Haben Sie das mitbekommen, Lexi? Ja, Pathfinder. Ich habe die Unterlagen aktualisiert. Hier sieht's aus wie in einem Kriegsgebiet. Den Überlebenden zufolge haben die Cat von allen Seiten angegriffen. Es war ein Massaker. Sekundärterminals. Hier haben wir keinen Zugriff. Sofern es sich um einen Standardaufbau handelt, befindet sich der Hauptzugang tiefer im Inneren. Hier ist es viel zu ruhig. So ruhig in einer verlassenen Anlage? Naja, also ich weiß. Sieht aus, als hätten sie es eilig gehabt, von hier zu verschwinden. Den Berichten zufolge wurde die Evakuierung durch die Kette gestört. Pathfinder. Zum Zeitpunkt der Abschaltung wurde ein Wartungsbericht veröffentlicht. Und was steht drin? Lauft. Kolon! Überbrücken Sie die Steuerung! Schließen Sie die Tür! Tempest, wir haben es mit einem unbekannten Gegner zu tun. Evakuieren Sie den Pathfinder! Wow, nicht so schnell! Negativ, Harper. Wir müssen uns bedeckt halten. Cat nähern sich ihrer Position. Cat und dieses Ding? Verfluchte Scheiße! Beeilung! Dieses Ding ist da draußen. Genau wie die Cat. Solange wir sie nicht ausgeschaltet haben, sitzen wir hier fest. Noch ein Landungsschiff mit Verstärkungstruppen. Seien Sie vorsichtig! Granate!
darf sie nicht packen! Vergessen Sie da nicht etwas? Die Cat zum Beispiel? Schalte sie auf! Das war's? Wir haben's geschafft! Kein Wunder, dass Anlage 2 gescheitert ist. Egal, wie beständig sie sein sollte. Was für unfaire feige Arschgeige. Müsste es dann hier nicht mehr Tote geben? Nicht, dass ich mich beschweren will. Für ein Massaker sind hier wirklich nicht genügend Leichen. Was, wenn sie weggebracht wurden? Wir wissen, dass sich die Neck...
Pläne für Spezialprojekt Sigma. Sie haben etwas gebaut, aber es fehlen Teile. Das muss das Projekt sein, das Sie in Anlage 1 geborgen haben. Eine Methode, die Cat zu bekämpfen. Wir könnten es fertigstellen. Alle Komponenten? Ich habe eine Komponente für das Projekt von Anlage 2. Strahlungszeit geben. Wir haben auch keine Zeit. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das hier oder ein langsamer Tod. Wie in Versprechen. Schluss mit den düsteren Gedanken, Liam. Lexi, aktualisieren Sie die Unterlagen über Trinitas Gordanus. Betrachten Sie es als erledigt, Pathfinder. Eine portable Deckung der Cat. Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, sie wieder mitzunehmen. Es überrascht mich, dass die Nexus auf Eos weiterhin einen Außenposten errichten will. Sie kennen doch das Sprichwort, aller guten Dinge sind drei. Diesmal werden wir es hinkriegen. Tysa. Ich habe die Unterlagen aktualisiert, Pathfinder. Pathfinder, ich habe genügend sensorische Daten, um ein Bild aus der Vergangenheit zu rekonstruieren. Vielleicht können wir die Cat ja zurückdrängen. Mit welcher Armee denn? Wissen Sie überhaupt, wie man eine Pistole entsichert? Ich versuche nur, unsere Optionen durchzugehen. Evakuieren oder sterben. Mehr Optionen haben wir nicht. Die Initiative ist keine militärische Organisation. Sie waren hierauf nicht vorbereitet. Vielleicht können wir die Cat ja zurückdrängen. Mit welcher Armee denn? Wissen Sie überhaupt, wie man eine Pistole entsichert? Ich versuche nur, unsere Optionen durchzugehen. Die Initiative ist keine militärische Organisation. Sie waren hierauf nicht vorbereitet.